Herzlich willkommen bei Folge 737 von Elder Scrolls Online. Jetzir macht heute in Orsinium weiter, da wo wir zuletzt in den Folgen 721 und 722 zu sehen waren. Und ich verlasse mal meine gut ausgestattete Werkstatt Richtung Teleporter. Wir werden wahrscheinlich direkt hinterm Teleporter angesprochen, deswegen mache ich das so und bin noch nicht nach Orsinium geportet. Ja, und das Haus Garamen liegt ideal gleich in der Nähe von einem Teleporter. Besser geht's kaum. Also ich wüsste kein Haus, das näher an einem Teleporter liegt als dieses. Fiel mir jetzt gerade keins ein. Gut. Und deswegen habe ich mir dieses Haus auch gekauft, weil es so nahe an diesem Teleporter hier liegt. Gut, heute ist der 14.03.2021, 22:35 Uhr, ein Sonntag, nur mal so für meine persönliche Chronik. Oh, und in Folge 721 und 22 war die Quest Königsgambit dran. Und heute schauen wir mal, wie es weitergeht. Könnten Dreiteiler werden, die meisten Orsinium-Folgen sind mehr als zwei Folgen geworden. Schauen wir einfach mal. Das letzte Mal sind wir mit zwei Folgen ausgekommen. So, genau, da wären wir auch schon abgefangen. Wo ist denn euer Gefühl für Dringlichkeit, Fremde? Was tut ihr da? Bestaunt ihr die Sehenswürdigkeiten, während um uns herum alles zusammenbricht? Ihr müsst zum Tempel, und zwar schleunigst. Was wird noch gleich von mir erwartet? Ihr verströmt nicht gerade Zuversicht, so viel ist mal sicher. Ihr müsst dafür sorgen, dass Hohepriesterin Solgra überlebt. Sie kennt den Tempel besser als jeder andere. Wenn es von dort aus einen Weg zur Volksversammlung gibt, wird sie alles darüber wissen. Ich hoffe nur, wir sind nicht zu spät. Glaubt ihr wirklich, dass alles darauf hinauslaufen wird? Wie könnte es das nicht? Der Tempel, die Volksversammlung, das ist die Schlacht, die unsere Entschlossenheit auf die Probe stellt. Wir müssen Kurok aufhalten. Seine guten Absichten wurden pervertiert und verdorben. Außerdem wird man uns als Verräter brandmarken, falls Solgra Kuroks Geschichte nicht widerlegen kann. Ich bin auf dem Weg zum Tempel. Solgra, so, so. Wenn ich das Six verwechsle, hat die doch damals das Attentat auf uns ausgeübt, ne? Alle Wege zur Volksversammlung wurden versiegelt, außer dem einen durch den Tempel von Orsinium. Häuptling Basrak will, dass ich zum Tempel gehe, Hohepriesterin Solgra helfe und dann die Volksversammlung erreiche, bevor Kurok die Clanshäuptlinge ermorden kann. Ich muss in den Tempel und Hohepriesterin Solgra vor Kuroks Woschrak-Soldaten beschützen. Aber ich glaube, das war nicht Hohepriesterin Solgra, sondern die Clanmutter. Ich glaube, da bringe ich gerade was durcheinander. Ist halt auch schon eine Weile her. Wir hatten diese Aufnahme am 20.12., also vor 3 Monaten. Und da kann die Erinnerung schon mal ein bisschen durcheinander geraten. Wir nehmen den einfachen Weg, das ist nicht der kürzeste. Ach, übrigens, Evelie Scharfpfeil spielt in den neuesten Inhalten auch wieder eine Rolle. Freut mich, dass wir die Elfe, die uns hier in Orsinium begegnet und unterstützt, dass wir die nochmal wiedersehen. Irgendwie ein knuffiger Charakter. Anscheinend wird der König doch noch ein dauerhaftes Vermächtnis hinterlassen. Bin ich hier richtig? Ganz sicher? Kommt mir ein bisschen komisch vor. Oder muss ich durch einen Nebeneingang? Nö, wird schon stimmen so. Schauen wir mal, was passiert. Tempel des Zorns. In der Stadt wird weiter heftig diskutiert, ob man den wiederaufgebauten Tempel am Ende Malakat oder Trinimark weihen sollte. Ich hoffe, dass das nicht meine Entscheidung sein wird am Ende. Beruhigt euch, meine Brüder und Schwestern. Wir sind nicht in der Verfassung, irgendwen zu verfolgen. Das schon seinen Grund hat.
So, da spricht jemand. Mal schauen, was hier los ist. Duschuk. Ah, da hinten. Denen scheint es nicht gut zu gehen. Schauen wir mal, was hier passiert ist. Das ist nicht die beste Zeit für einen Besuch im Tempel. Wir stecken hier gerade in einer etwas misslichen Lage. Ich würde untertänigst vorschlagen, dass ihr später noch einmal wiederkommt. Wo ist Hohenpriesterin Solgra? Wenn es um diese Sache mit den Fanatikern geht, dann solltet ihr direkt mit dem König darüber sprechen. In diesen schwierigen Zeiten können Missverständnisse schnell außer Kontrolle geraten und zu Situationen führen, die wir alle lieber vermeiden würden. Sagt mir, wo ich die Hohepriesterin finden kann. Aber gut, wie ihr meint. Als die Soldaten des Königs an die Türen hämmerten, rannte sie die Treppe hoch und nach draußen. Die Soldaten stießen uns zur Seite und jagten ihr nach. Ich weiß nicht, was Solgar getan hat. Aber sie hat offensichtlich jemanden sehr wütend gemacht. Die Hohepriesterin hat nichts gesagt? Nicht ein Wort. Sie schien ebenso überrascht zu sein wie wir, als die Soldaten hereinstürmten. Für gewöhnlich ist Solgra immer so schicklich. Wenn die Soldaten nicht ihre Waffen gezogen hätten, bin ich sicher, dass sie ohne Widerworte mit ihnen mitgegangen wäre. Die Priester haben mir erzählt, die Soldaten hätten Hohepriesterin Solgra die Treppe hoch und aus dem Tempel gejagt. Ich muss sie einholen, bevor etwas Schreckliches passiert. Gut, das machen wir mal. So. Also, Treppe hoch. Da hinten haben wir einen Questmarker. Ich bin hier richtig. Gerade wollte ich die Pause-Taste drücken. So, und nun? Ah ja, da unten. Einmal um die Ecke. Da ist ein Buch. Naja. Muss nicht jetzt sein. Da ist sie! Lass die Verräterin nicht entkommen! Sag dem König, ich spiele seine politischen Spielchen nicht mit. So, das hätten wir einmal halbiert, das Problem. Schützt den, ja. Eigentlich ganz gut, dass ich Ausinium jetzt erst regle, weil als Ausinium damals neu war, gab es die Leidensklinge noch nicht. Diese ist mit der Goldküste eingeführt worden. Was in Trinimax Namen geht hier vor sich? Warum hat mir Kurok Soldaten auf den Hals geschickt? Sie verhielten sich, als hätte ich etwas Schreckliches getan. Ich wollte es nicht zeigen, aber ich hatte Angst um mein Leben. Ich bin nur froh, dass ihr zur rechten Zeit eingetroffen seid. Das waren nicht nur Soldaten, das waren Vorschrak. Haben sie euch verletzt? Vorschrak? Ich verstehe das nicht. Aber nein, sie haben mich nicht verletzt. Also nicht, dass sie es nicht versucht hätten. Nun verratet es mir schon. In was für einer misslichen Lage stecken wir? Sie werden euch die Schuld geben. Sie werden behaupten, dass ihr hinter den Vorschrak steckt. Was für eine lächerliche Behauptung. Trinimax fördert Einheit und Zivilisation, nicht Anarchie und Gewalt, wie es diese Fanatiker von den Vorschrak behaupten. Macht es euch etwas aus, wenn ich nachfrage? Sagt mir, wem haben wir diese schreckliche Situation zu verdanken? Kurok und Alga. Genau, Alga war diejenige, die das Attentat auf Jetzt hier verübt hat, ne? Sie planen, die Häuptlinge zu töten und euch die Schuld für die Ränke der Vorschrak zu geben. Wir dürfen das nicht zulassen. Aber warum seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Die Clanshäuptlinge sind sehr viel wichtiger. Ihr solltet bei der Volksversammlung sein und alles tun, was ihr könnt, um den hinterhältigen Plan des Königs zu vereiteln.
Die Zugänge zur Volksversammlung wurden verriegelt, alle bis auf den Weg durch den Tempel. Es gibt einen Weg zur Volksversammlung durch den Tempel? Vielleicht durch die alten Tunnel? Ja, das muss der Weg sein. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Er öffnet die Bibliothek. Wenn es wirklich alte Tunnel unter dem Tempel gibt, dann ist der Zugang zu ihnen wahrscheinlich dort drin. Geht und findet ein sicheres Versteck, bis das hier alles vorüber ist. Da ist sie! Mein Pfeil wird sein Ziel hinter euch! Finden. Auf den Vorsprüngen! Mehr Soldaten! Schnell, lasst uns! Oh! Verdammt! Priesterin, nein! Sie ist erledigt. Sorgt dafür, dass keiner ihrer Verbündeten überlebt. Ich hoffe, dass die gerettet werden kann. Schnappt den Assassinen! Ich bringe Solgar zum Tempel! Geht! Gut, dann schnappen wir uns den Assassinen. Machen wir das. Also, nicht gut, gefällt mir jetzt gar nicht. Ich hoffe, sie kriegen die wieder hin, dass die nicht wirklich tot ist. Irgendwie hat sie das nicht verdient. Ah, ich hatte sie kurz mit Alga verwechselt. Ja, das wird wohl nix. Ihr habt's hier mit Jazir zu tun. Ach ja, das Champion-System wurde übrigens über den Haufen geworfen. Ich habe jetzt nicht vor, groß drauf einzugehen, aber der Champion-Baum... Warte mal, das will ich schon damit anfangen. Ich zeige euch nur ganz flüchtig, der Champion-Baum wurde gravierend verändert. Der ähnelt jetzt irgendwie dem Skill-Baum in Skyrim eher. Ja, also da hat man ja auch Macht, Magie und Diebeskünste. Und nur mal so ganz kurz zur Erklärung. Eine Kurzerklärung. Ich mache jetzt hier keinen Exkurs, aber ich möchte es wenigstens erwähnt haben. Es gibt hier passive Skills, das sind die gelben Sterne. Die sind immer aktiv. Und dann gibt es die hier, die andersfarbigen Sterne, die sind jetzt hier in dem Fall so grünlich. Hier sind sie eher bläulich. Und dann haben wir hier noch Untersternbilder. Mit passiven und aktiven Skills. Der hier ist aktiv, die sind passiv. Und ich habe jetzt... es gibt jetzt 3600... Ich glaube 3600 oder waren es 3900? Geht nicht so genau. Champion-Punkte, die man vergeben kann insgesamt. Und wenn man von den aktiven Skills, wie zum Beispiel dem hier, profitieren will, dann muss man sie da oben raufziehen. Man kann also maximal 4 aktive Fertigkeiten nutzen. Und das ist auch der Grund, warum ich das meiste in die passiven Skills investiert habe und nur ja ganz gezielt in aktive Skills, in weniger aktive Skills, weil ich ja sowieso nur 4 ausrüsten kann. Und bei den Champion-Punkten, die mir momentan zur Verfügung stehen, scheint mir das vernünftig zu sein, erstmal die passiven Skills zu verwenden, sofern die überhaupt Sinn machen. Es gibt passive Skills, die brauche ich nicht unbedingt. Hier, das da zum Beispiel ist nett zu haben, aber ist nicht spielentscheidend, denke ich. Blockkosten möchte ich schon reduzieren, soweit es geht. Dann kann ich öfters blocken und mein Ausdauervorrat geht nicht runter. Solche Sachen halt, ne? So, und da sind die roten Sterne, die aktiven Skills. Ich habe jetzt zum Beispiel das hier drin. Könnt ihr mal euch einen Überblick verschaffen hier. Also sie haben es total über den Haufen geworfen. Ja, ich habe jetzt auch schon mehrmals die Punkte neu verteilt. Und ich glaube aber, jetzt habe ich eine Linie drin. Also wie gesagt, ich konzentriere mich erstmal vor allem auf passive Skills und nur weniger aktive Skills, weil ich eh nur 4 gleichzeitig nutzen kann pro Kategorie. Ich ergebe mich. Ihr habt einige unserer besten Soldaten getötet. Ich weiß, wann ich den Kürzeren ziehe. Du ergibst dich. Ich kann dich eigentlich nicht entkommen lassen. Ihr seid nichts als eine feige Assassine, ne? Die versucht mich doch jetzt auszutricksen. Ich habe meine Befehle. Wisst ihr nicht, dass Hohepriesterin Solgar eine Verbrecherin ist? Eine Feindin der Orsima? Sie ist die Anführerin der Voschrak. Ihr solltet mir für das danken, was ich getan habe. Was? Ich kann das jetzt nicht völlig ausschließen, aber das halte ich jetzt für... Ich glaube, die ist Desinformation aufgesessen. Ihr wisst sehr wohl, dass Solgar keine Verbindung zu den Voschrak hat. Wie könnte ich so etwas wissen? Ich bin nur eine einfache Soldatin. Ich bin keine verkleidete Kultistin. Selbst wenn ich es wäre,
dann könntet ihr nichts beweisen. Tut mit mir, was ihr wollt, Fremde. Ich diene einem höheren Ziel. Hm. Ich könnte sie jetzt töten, dann kann sie mir nicht mehr in den Rücken fallen. Andererseits soll sie Alga an Kurok ruhig sagen, dass ich sie mir holen werde. Also, mach mal. Lasst mich am Leben? Die Schmiedemutter hatte recht. Ihr seid feige. Ihr habt kein Eisen im Rückgrat. Ihr könnt nicht gewinnen, Fremde. Immerhin steht Trinimak auf unserer Seite. Wer sagt denn, dass ich dich am Leben lasse? Ich lasse dich jetzt eine Botschaft überbringen und dann sehen wir weiter, ob du am Leben bleibst. Aber ich werde Freude daran haben, wenn euch der König in Stücke reißt. Ja, ich habe dich jetzt nur gehen lassen, damit du die Botschaft überbringen kannst. So, dann gehen wir hier mal die Abkürzung. Hüpf. Queststatus vielleicht mal checken. Ich sollte in den Tempel zurückkehren und nach Hohepriesterin Solgara schauen. Also lebt sie vielleicht doch noch. Ja. Hm. Was ist, wenn sie recht hat? Und Solgara ist wirklich der Kopf der Woschrak. Macht mir zwar nicht den Eindruck, aber ich kann es auch nicht völlig ausschließen. Waren Soldaten, hätten wir sie aufhalten wollen, hätte uns das alle in Gefahr gebracht. Ihr hättet etwas tun können. Ihr seid Feiglinge. Und zwar alle. Evelie, genug. Solgra ist tot. Noch mehr Priester sterben zu lassen, hätte das nicht ändern können. Ich hätte da sein müssen, um sie zu retten. Ich hoffe, man hört die Audiostimmen von den NPCs dann in der Videoaufnahme, aber wahrscheinlich schon. Also Evelie Schafpfeil ist wohl hier. Trinimaks gesegnetes Kind Avalian stürmte den Berg hinauf und stieß seine Klinge tief ins Herz der Bestie. Aha, hier findet eine Schulung statt. Und wenn, dann ist das Buch entweder noch nicht verfügbar oder eine Etage über mir. Das Buch, das auf der Minimap angezeigt wird. Gucken wir mal. Also ist wohl noch nicht verfügbar. Das kriegen wir wohl erst später. Schauen wir es uns mal an. Eine Bitte um Hilfe der Tempel des Zorns. Naja, werden wir sehen. Also sie ist wohl wirklich hinüber. Ihr Tod kam schnell, falls euch das ein Trost ist. Was in Malakats Namen ist dort draußen geschehen? Kurok schickte Soldaten. Er ließ verbreiten, sie wäre die Anführerin der Woschrak. Ich konnte sie nicht retten. Solgra hat dieses Schicksal nicht verdient. Auch wenn wir häufig nicht einer Meinung waren, so war sie dennoch eine gute Seele, eine sich sorgende Person. Kurok ist dieses Mal zu weit gegangen. Er muss aufgehalten werden. Wir sprachen über die Tunnel, bevor sie starb. Wusste Solgra von den Tunneln unter dem Tempel? Konnte sie euch sagen, wie wir die Volksversammlung erreichen können, bevor noch mehr Leute sterben müssen? Solgra gab mir einen Schlüssel zur Bibliothek. Sie dachte, dass die Tunnel womöglich von dort aus zugänglich sind. Das wird kein Schlammschwimmen mit Argonian. Wir sprechen davon, sich dem König zu widersetzen. Im besten Fall werden wir als Königsmörder gebrandmarkt. Im schlimmsten Fall sind wir tot. Das ist nicht euer Kampf. Nicht wirklich. Seid ihr immer noch bereit, das durchzuziehen? Naja, ich stecke ja jetzt mittendrin. Ich außer dann drehe ich hier ein Video, ne? Kurok hat uns alle verraten. Ich bin bereit, diese Sache zu Ende bringen. Ja, genau. Dann tragen wir den Kampf zu Kurok und Alga. Falls sie sich weigern, ihren verrückten Plan aufzugeben, kämpfen wir so lange weiter, bis die eine oder die andere Seite besiegt ist. Kuroks Herrschaft endet heute. Das schwört Barsrak vom Clan Farun. Das schwört Barsrak von den Orsima. Ja, wir haben ja schon gesehen, wie Kurok mit... Bögetrini mag euch zu eurer letzten gerechten Belohnung geleiten, hohe Priesterin. Häuptling Barsrak! Ich dachte, ihr werdet ein treuer Anhänger Malakats. In der Aschenschmiede ist kein Platz für zarte Seelen, Priester. Warum sollte Trinimak sie dann nicht haben können? Lebt wohl. Ich werde euch vermissen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, fällt mir schon wieder ein. Ich schätze, eine Schlacht habe ich wohl noch in mir.
Für Solgra, richtig? Verdammt, ich hasse es, wie das alles gelaufen ist. Die letzte Schlacht naht wie der Wind vor dem großen Sturm. Entweder wir halten Kurok auf, oder wir sterben bei dem Versuch. Führt eure Schläge rasch und hart, meine Freundin, und lasst jeden von ihnen zählen. Wie konnte so etwas nur passieren? Wir wollten nur das Wort Trinimax verbreiten und keinen Bürgerkrieg anzetteln. Viel Glück, meine Freundin. Ich bleibe hier, um die Priester zu beschützen, wie Häuptling Basrak es erbeten hatte. Ich freue mich schon darauf, bei eurer Rückkehr davon zu hören, wie ihr den wahnsinnigen König besiegt habt. Ja, ich werde tun, was ich kann. Gut. Um die Volksversammlung zu erreichen, muss ich die Tunnel finden, die unter der Bibliothek im Tempel des Zorns verborgen sind. Wo finde ich die denn dann? Ja, im Prinzip bin ich hier schon richtig. Machen wir uns an die Arbeit. Da unten. Also Kurok müssen wir aufhalten. Der ist wohl dem Wahnsinn verfallen. Und vielleicht wird er... Steht auch unter Mind Control oder so. Aber wir haben ihn auch schon... Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wir haben ihn auch schon dabei beobachtet, wie er Kritiker ermordet. Ja, also... Können wir irgendwie... Nicht so lassen. Schaut euch dieses Chaos an. Hier drin finden wir doch nie was. Schaut euch um und seht nach, ob ihr etwas findet, was nach einem Geheimgang aussieht. Ich schaue hier drüben nach. Katalog der Folianten und Manuskripte. Die Kategorien des Katalogs beginnen an der Ostwand und gehen über die südliche zur westlichen weiter. Erstens orkische Köstlichkeiten, kulinarische Kreativität des Volks der Orsimer. Zweitens Belletristik, Legendenform oder über das Volk von Hrothgar. Drittens Religion, Diskurse über orkische Denkweisen bezüglich Anbetung und Gottheiten. Viertens Elfen, Aufsätze über die schmächtigen Elfen. Tamriels. Fünftens der Bau von Orsinium, Dokumente über das Wiederaufbauprojekt. Sechstens Bretonen, Geschichten des Volks der Bretonen. Siebtens Tramirel, Karten und Beschreibungen der Welt. Achtens Clans von Hrothgar, Geschichte und Symbole der orkischen Clans. Neuntens Kreaturen, Tiere und Monster Hrothgars. Zehntens Handwerk, Dissertationen über das Schmiede- und Schneiderhandwerk sowie andere verbreitete Handwerke. Elfens Altersbegrenzt. Themen zotiger oder fleischlicher Natur. Zwölftens. Spiele, eine Beschreibung der beliebten Freizeitbeschäftigungen der Orks wie Waschball und Schneid es, bis es schreit. Och nö, ich will gar nicht wissen, was das ist. Dreizehntens. Wer weiß das schon? Bücher, die nicht so richtig in die etablierten Kategorien passen. Und wie hilft mir diese Aufzeichnung jetzt weiter? Wir sind ja schließlich nicht gerade nummeriert, oder? Ador, schau an, orkische Köstlichkeiten. Ich lasse es jetzt lange genug am Bildschirm, dass ihr es mit der Pause-Taste lesen könnt, wenn ihr das wollt, aber ich glaube nicht, dass uns das in der Quest weiterbringt. So, dann haben wir hier Fiktion. Da machen wir es genauso. Das war erfrischend kurz. Religion über Orks und das Leben nach dem Tod. Also ich lese nur vor, wenn ich das Gefühl habe, das ist relevant für die Quest. Ansonsten... Die Pause-Taste ist euer bester Freund, wenn ihr das lesen wollt. Von Menschen und Meer... Bretonen, Mischlinge oder Vorbilder?
könnte für mich interessant sein. Lese ich mir vielleicht in einer ruhigen Minute durch. Die feuchte Wildnis von Schwarzmarsch. Ah, das ist relevant, oder? Aklans und ihre Symbolik. Ein Auszug von Kralta, dem Erinnerer. In der Zeit Orsiniums, das war die... der Stadt, die es gab, als der Tempel, der jetzt als Zorn bekannt ist, ursprünglich erbaut wurde, stiegen 6 Ork-Clans in der Region auf zur Berühmtheit. Heute sind diese Clans verschwunden. Sie wurden entweder in mächtigere Clans aufgenommen oder fielen einfach dem Zahn der Zeit anheim. Aber zu ihren Glanzzeiten hatten sie erstaunlichen Einfluss auf die Kultur der Orks und den Aufstieg Orsiniums. Werfen wir einen Blick auf diese Clans und die Symbole, die sie dargestellt haben. Clan Bragosch, der Hammer-Clan. Dieser Clan war für seine Schmiedekünste bekannt. Er stellte spezialisierte Rüstungen und Waffen her und galt als Händler von Waren und Vorräten. Es gibt Belege dafür, dass der Clan später von Clan Morkul aufgenommen wurde. Ja, es gibt ja nur Morkultin-Set, ja. Das habe ich ja früher auch gerne benutzt, also relativ früh. Da kann man ein mitkämpfendes Schwert, so eine Art kämpfender Begleiter beschwören damit. Clan, also es ist gut für Anfänger geeignet, finde ich, weil man eben dieses mitkämpfende Schwert hat. Ne? Clan Pantrum, der Feuerclan. Ein Clan, der Gerüchten zufolge voll war von primitiven Heilern und Schamanen, die angeblich das Feuer kontrollierten und es als Waffe und als Werkzeug für eine Vielzahl von Aufgaben einsetzten. Er ist offenbar nach der zweiten Belagerung Orsiniums aus der Geschichte verschwunden. Clan Enklave, der Sternenclan. Über diesen geheimnisvollen Clan ist kaum etwas bekannt. Man weiß nur, dass sie anderen Clans zu ihren eigenen Zwecken geholfen haben. Das Gerücht hält sich hartnäckig, dass es den Clan noch immer tief in der Wildnis von Wrotka gibt. Clan Luzin, der Wolfsclan. Dieser Clan war dafür bekannt, nächtens effektive und schreckenserregende Überfälle durchzuführen. Seine Mitglieder waren Meister darin, sich in der Dunkelheit zu bewegen und konnten ihre Gegner oft vollkommen überraschen. Einige Forscher glauben, dass der Clan später von Clan Chatul aufgenommen wurde. Den kennen wir, da haben wir ja für den Clan haben wir ja schon gearbeitet. Clan Murtag, der Felsenclan. Dieser Clan, einer der ältesten, die es bis heute noch gibt, lebt tief in den Bergen von Wrotka, wo er sich Behausungen in den Fels schlägt. Clan Ruschka, der Eulenclan. Dieser Clan, äußerst begabter Bogenschützen, war bekannt für seine beeindruckenden Fähigkeiten in den Bereichen Spurensuche und Jagd. Er verehrte Eulen jeder Art, besonders aber die Schneeeule. Ja, diesen Clan Chatul, wenn ich das jetzt nicht verwechsel, dann war das das Lager des Clan Chatul. Hier irgendwo. Da genau, die Chatul-Weite. Ihr habt den neuen Häuptling der Chatul bestimmt, genau. Dann Kreaturen. Das blätter ich wieder nur durch. Ihr wisst, wie es läuft. Pause-Taste, falls ihr es lesen wollt. Das Schmiedehandwerk, ein Heeresbestreben. Dann machen wir es auch so. Sonst wird es eine Lesefolge, das muss jetzt nicht sein. Wenn ich das alles... Ach, das ist lustig, das solltet ihr lesen. Das Buch ist beliebt. Gibt's in Skyrim auch. Vermutlich auch in Oblivion, aber das weiß ich jetzt nicht sicher. Könnte schon in Morrowind gegeben haben, das Buch mit der argonischen Maid. Was? Ist es relevant? Ich überflieg's mal. Nee, ich glaube nicht. So. Man würde meinen, Tempelpriester hätten mehr Ordnungssinn. Diese Manuskripte sind überall verstreut. Fang zu suchen an. Wir müssen einen Weg in die Tunnel finden. Irgendeine Idee, wo ich mit der Suche anfangen sollte? Seht einfach überall nach. Es wird wahrscheinlich irgendwas Merkwürdiges sein. Etwas, das so aussieht, als würde es nicht so recht hierher gehören. So wie diese Schalter da drüben. Aber das ist eine Bibliothek. Vielleicht kann uns einer dieser staubigen Folianten helfen. Es muss hier ein Buch geben, in dem etwas über den Bau des Tempels steht.
Ja, einen der Schalter haben wir ja da oben schon betätigt, ne? Ich denke, ich fange hier mal eine neue Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann ist die Information in der nächsten Folge drin. Bis zum nächsten Mal.